Hi, keine Zeit für Erklärungen. Folge ihm. Wir haben eine Menge unvergesslicher Überwachungsaufnahmen vor uns. Los geht's. Aus diesem Grund musst du manchmal so lange drauf warten, bis dein Auto repariert ist. Schreib in die Kommentare, ob dir auch schon mal so Waren geliefert wurden. Karate-Techniken können zwar im Fußball funktionieren, sind aber meistens gegen dich gerichtet. Die Arbeit von Kfz-Mechanikern ist echt unberechenbar. Gib uns ein Like, wenn du auch so ungeschickt bist. Wenn Bars auch noch Unhappy Hours gehabt hätten. Er wusste einfach noch nicht, dass sein Auto aus Karton besteht. Sieht einfach zu perfekt aus, findest du nicht auch? Wenn dir das noch nie passiert ist, dann verbringst du die Zeit im Büro umsonst. Der Besuch eines Fitnessstudios ist ohne solche Situationen auch sinnlos. Ein Auto mit einem riesigen Anhänger, ein paar Autos auf dem Parkplatz und viel Platz. Das Ergebnis ist klar.
Kurz dazu, wie du deine Talente im Alltag einsetzt. Heute wird es wohl auch kein Mittagessen geben. Und auf das Abendessen kann man sich anscheinend auch nicht wirklich verlassen. Erinnere dich jetzt an die peinlichste Sache, die du je beim Telefonieren gemacht hast, und vergiss es. Hier war bestimmt der Spinnensinn mit dem Spiel. Sieht so aus, als würden wir heute nicht die Einzigen sein, die hungrig sind. Der Bursche links scheint hier aber überhaupt nicht willkommen zu sein. Wir haben heute noch ein kulturelles Programm für dich vorbereitet. Wir haben Besuch. Würdest du bitte die Tür öffnen? Ein etwas zu dunkles Video. Lass es uns etwas heller machen. Eine absolut typische Situation. What the? Für einen Kryptonier. Excuse me? Die Klassik scheinen wir völlig vergessen zu haben. Lass es uns wieder gut machen. Die gnadenlosen Glastüren haben endlich ernsthafte Konkurrenz bekommen. Und heute steht es bereits 2:0 zugunsten der Tore.
Das ist wohl der wählerischste Dieb der Welt. Keine Ahnung, was er da eingegeben hat. Doch der Boden ist jetzt voller Ektoplasma. Sie werden noch eine Weile bleiben müssen. Was soll Rudolf in den verbleibenden 11 Monaten sonst noch tun, als sich in Sanatorien auszuruhen? Unter der Motorhaube dieses Autos hat sich eine Maus versteckt. Zum Glück scheinen diese beiden Burschen Katzen als Vorfahren gehabt zu haben. Manche Handelsvertreter sind rücksichtslos. Gleich wird er nicht mehr so einsam sein. Das war's für heute. Na. Klicke auf Mag ich, wenn du die Zeit mit uns genossen hast. Schau in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Das ist ein SCP-Fonds, eine geheime Organisation, die weltweit anomale Objekte aufspürt und untersucht. Und das sind die geheimen Akten dieses Fonds. Einige von ihnen kennst du eventuell bereits. Und das sind Geschichten von gewöhnlichen Menschen, die das Glück hatten, den gruseligsten Kreaturen zu begegnen. Die SCP-Chroniken enthüllen neue Details über anomale Objekte, von denen du bisher nichts wusstest.